Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es ums Thema Griff. Warum reiten wir Golflehrer immer auf diesem herum? Ja, weil wenn du deine Werkzeuge in die Hände nimmst und die Position deiner Hände nicht richtig ist, dann wird es schwierig sein, den Ball dorthin zu bekommen, wo du möchtest. Jetzt, was kannst du dagegen tun, um deinen Griff zu optimieren auf eine einfache Art und Weise? Hier der heutige Tipp für dich. Nehme jeweils, wenn du üben gehst, deine hintere Hand zum Trainieren. Das heißt, die hintere ist die untere Hand. Wenn du cross-handed haltest, dann ist es diese. Wenn du normal hältst, ist es logischerweise auch die untere Hand oder die hintere Hand. Wirst du schon sehen, wenn du dich so hinstellst und sagen wir, du hättest zu Beginn immer einen Griff, der so wäre, so könntest du gar nicht spielen. Das heißt, du wirst automatisch lernen, deine Hände gegenüber der Schlagfläche so zu positionieren, dass du anschließend das Werkzeug so bedienen kannst, damit du den Golfball mit Roll, mit einem sauberen Roll Richtung Loch abgeben kannst. Also übe einhändig. Spiele dabei zum Beispiel 9 Löcher, nur mit einer Hand. Dann spielst du nochmals 9 Löcher und dann wechselst du ab. Dann spielst du die ungeraden Löcher mit einer Hand und die geraden Löcher mit 2 Händen. Und schreib dir jeweils so ein bisschen den Score auf. Kann hilfreich sein, um du dich verbesserst. Jetzt statistikmäßig ist es halt nicht immer einfach zu sehen, ob du dich verbessert hast, weil der Schwierigkeitsgrad nicht erhalten ist beim Erfassen des Scores. Also hast du runtergepattet oder bergauf oder von der Seite, was wiederum ja ein Riesenfaktor ist, ob man einen einfachen Putt zu lösen hat oder schwieriger. Aber du kannst, wenn du möchtest, einen Score aufschreiben. Aber ich denke, wichtiger ist, dass du hier die richtige Position findest, um den Ball schön Richtung Loch rollen zu können. Wenn das fertig ist, dann nimmst du ein Wedge und am besten nimmst du dein Gap Wedge und dann machst du das Gleiche. Dann gehst du rund ums Grün und positionierst dich irgendwo. Am besten nimmst du 6 Bälle, legst dir zum Beispiel diese dann aufs Vorgrün und auch wieder mit der hinteren Hand chippst du noch diese nach vorne. Hier willst du verschiedene Sachen lernen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der den Schläger so hinstellt und ihn so greift, dann wirst du Mühe haben, hier technisch deine Bälle abzugeben. Also wirst du automatisch das Werkzeug besser in die Hand nehmen, nicht mehr zu viel Schaftlinien haben und wirst lernen, vielleicht im Durchschwung etwas zu haben. Ja, das ist okay, oder? Aber nicht schon zu Beginn, weil dann kommst du zu steil nach unten. Also wenn du dich technisch verbessern möchtest, trainiere mit einer Hand auf dem Grün, rund um das Grün. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann wechselst du auch wieder ab. Dann nimmst du zum Beispiel 6 Bälle, dann spielst du den ersten Ball auf eine Fahne mit der einen Hand, den nächsten Ball mit beiden Händen darauf und versuchst eigentlich den gleichen Schlag zu wiederholen, wenn er gut gewesen ist mit einer Hand, so dass du dann mit der Zeit eigentlich lernst, nicht mehr hier so zu ziehen oder hier so zu lösen, sondern dass das technisch immer besser wird aufgrund der Stellung deiner Hände. So, nun, jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Trainieren. Leite das Video einem anderen weiter, dem der Tipp helfen könnte. Bedanke mich fürs Zuschauen, für ein Abonnement. Bis zum nächsten Video. Tschüss.